Hallo liebe Grillfreunde, hier ist wieder der Rummel von Rummel Grill TV. Heute gibt es Kalbsribs sous vide gegart und ein bisschen asiatisch abgeschmeckt. Und wie das funktioniert und was man dazu braucht, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Let's get ready to rumble! Kalbsribs, sous vide gegart, eine Limette, Miso, Wasabi, Ingwer gerieben, Teriyaki-Soße. Die Kalbsribs habe ich jetzt sous vide gegart. 20 Stunden bei 60 Grad. Hab die vorher nur ein wenig gesalzen. Hab die jetzt ein wenig abkühlen lassen. Ja, und die sind jetzt schon butterweich. Ich habe da jetzt noch vorher keinen Rub und nichts dran gemacht, weil ich möchte die hinterher so ein bisschen asiatisch anmachen. Und da würde mir so ein klassischer Rub würde jetzt nicht mit reinpassen ins Konzept. Schön gegart, schon richtig weich. Und jetzt kommen die auf den Grill. Den Brenner klein, den Brenner klein. Hier warm, hier warm, hier lauwarm. Und jetzt packe ich die hin, lasse sie langsam ein bisschen warm werden und rühre mir derzeit eine Soße ein. Für die Soße brauche ich Teriyaki-Soße. Teriyaki-Soße ist eine Sojasoße, die ein bisschen süßlicher ist, also ein bisschen Zucker dran ist. Manchen ist auch schon ein bisschen Knoblauch dran. Dann brauche ich Miso. Miso ist eine fermentierte Sojabohnenpaste. Wird mittlerweile auch in Deutschland hergestellt. Gibt es den ganz bekannten Schwarzwald-Miso. Und die lassen dann halt da die Sojabohnen fermentieren. Das bringt so ein bisschen Umami. Umami ist ja die fünfte Geschmacksrichtung, also das Herzhafte, das Fleischige. Und das ist eigentlich die Grundlage der asiatischen Küche, Miso. Miso-Suppe hat vielleicht ein oder andere schon mal gegessen. Dann für die Schärfe Wasabi. Wasabi ist so ein japanischer Meerrettich. Und noch eine andere Schärfe, Ingwer. So, das verteilen wir schon ordentlich. Und für die Säure Limettensaft. Und das müssen wir jetzt ordentlich zu einer Soße verrühren. Probieren wir mal. Oh. Angenehme Süße, Schärfe, Säure und natürlich eine Salzigkeit. Alles, was wir brauchen für guten Geschmack. Durch die Süße in der Teriyaki-Soße karamellisiert es dann auch. Und auch von der anderen Seite. Grill habe ich auf 200 Grad. Jetzt die letzte Ölung. Wunderbar. Richtig heiß. Geht so durch wie Butter. Boah, es riecht schon sensationell. Kalbsribs, asiatisch. Kalbsribs, ich liebe ja Kalbsribs. Die sind nun mal größer wie die Baby Back Ribs und haben noch einen anderen Geschmack. Und das Ganze asiatisch abgeschmeckt, ich bin gespannt. Ihr seht, löst sich wunderbar vom Knochen, fällt nicht vom Knochen, also hat noch eine gewisse Struktur. Wunderbarer Garpunkt. Ja, und die Soße außen drauf, aber der Knaller. Ich habe eine Süße. Ich habe eine Säure durch die Limette
und die Knallerschärfe vom Wasabi. Also, ruhig mal nachmachen, sich ein Sous-Vide-Gerät besorgen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bleibe weiter neugierig. Bis zum nächsten Mal.